Was haben wir jetzt noch? Eine Crash-Site. Wo hätte ich aber ganz gerne das Plasma-Sniper für die, ne? Carry on. Und der Rest braucht noch ein bisschen. Aber trotzdem warte ich noch, um einen größeren Pool an Soldaten zu haben. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Contact detected. Du bist ein Medium. Ugh. Ja, hier im asiatischen Raum sind weder die Firestorms, also die größeren Flugzeuge, noch die besseren Waffen angetackert, weil hier nicht so viel los ist. Das sollte ich mit der Zeit aber auch ändern. Ja, okay, sehr vorsichtig losfliegen. We have eyes on the bandit. Near the strike range. Und taking heavy fire. Wow. Disengaging. Jo. So schaut's aus. Detected. Das ist nicht schön. Bangs out. Mm-hmm. Approaching target now. They're all over us. We lost the bubble. Ja, das Problem ist, Ausweichen würde helfen. Ja, natürlich. Problem mit den Ausweichmodulen ist, dass man dafür Discs braucht. Und wir kriegen nicht so viele Discs regelmäßig rein. Dass ich das einfach so wegwerfen könnte. Aber mit der Aim-Hilfe. Die Aim-Hilfe kriegt man ja durch die Floater. Davon haben wir mehr als genug. Die kann ich ruhig vorher mal anwerfen und nach ein, zwei Schüssen einfach abhauen. Ein Schuss, aber das Ding ist jetzt im Bubble-Modus, also sollte wenigstens kein Unsinn mehr anstellen. Contact detected. Du bist nur ein Scout. Ein Scout, der seine Mission nicht abschließen kann, wegen dem Bubble-Modus. Also kriegen die Aliens keine Punkte, ich kriege keine Panik, alles ist gut, ich kann das Ding ignorieren. Hoffe ich mal. Contact detected. Jetzt habe ich noch einen, der wird das Ding auf keinen Fall im Bubble-Modus schießen können. Nö, das Ding kriegt jetzt Punkte und das Ding macht jetzt eventuell ein bisschen Panik. Wobei Scout-Aktionen, glaube ich, keine Panik auslösen. Nur diese Bombing-Runs, die sie machen. So, sollte langsam reichen an neuen Soldaten. Also Crash-Site. Ja, das war sehr entspannt. Nur Mutons, ein Mech-to-Eat vielleicht, ein, zwei Outsider und ein Commander. Und vor allem Mutons, schön für Plasmawaffen. Das heißt, wir nehmen ruhig... Ne, nicht den allerbesten, höchsten Ringing. Wir nehmen Faser. Der ist auch hoch genug. Denn auf jeden Fall einen guten Sniper, um das Ding hier auszuprobieren. Bam! Sehr schön. Auch mit grünen Munitionsstreifen da oben und allem. Schick, schick. Fix noch das und das und das und das und das und überhaupt alles andere auch. So. Ja, ich wollte Leute gefangen nehmen, also bräuchte ich... Haben wir noch Engineers? Ja, Hottie ist ein bisschen zu klein, oder als Sergeant? Ah, komm. Sergeants müssten schon den Repair Perk haben, genau. Das heißt, sie kriegen jetzt alle super Ausrüstung und was ist das Ding da? Ein Axe Raw. Und danach gleich noch ein Sergeant. Free Dope. So, so, so. Ebenfalls mit einer Stun-Gun. Sind jetzt nur zwei Sergeants, aber dank Titanrüstung und so weiter sollte das eigentlich okay sein. Der Rest der Soldaten, also Scout, Medic und dergleichen, die können ruhig Max-Rang sein. Anifos packen wir auch nochmal ein. Ah, ist schon ausgerüstet, sehr gut. Ich wollte sagen, wir können ja immer einen Psioniker mitnehmen, hundertprozentig dank Vortex-Rüstung. Ich sollte nicht so auf seinen Schritt drücken. Da dank Vortex-Rüstung er keinen Flieg bekommt. Den zweiten
Ja, warte, nimm den Scout raus und den anderen rein. Der hat dann zwar Fatigue, aber dann hat er halt Fatigue. Solange wenigstens einer immer mitkommen kann, ist das in Ordnung. Medic fehlt noch. Es tut mir leid. Der Name kommt, ganz sicher. Ich vergesse es nur, wenn ich mit der Aufnahme anfange. Ja, Dankwart kommt als guter Medic mit. Pulse Rifle hier. Ja, auch eine Stungun. Wir werden nicht alle Medpacks brauchen, weil so wenig Soldaten. Du kannst das Medkit mal hier lassen. Und dafür auch. Haben wir noch eine Stungun? Ja, eine haben wir noch. So. Achso, restlich auszuhalten. Tarnrüstung und Pulse Rifle. Das heißt, Medic, Scout und die Engies haben jeweils die Stunguns. Du kriegst als Obermufti hier. So, so, so. Backup Motion Tracker und ein Medkit, falls der Medic umkippt. Hab ich. Okay, was fehlt noch? Ein Slot. Haben wir eigentlich alles. Irgendein noch nicht Max-Rangig. Nehmen wir mal Full-Op mit. So. Gauss Rifle, wir haben kein Pulsgewehr mehr. Ja, hoffentlich kommen ja in baldiger Zukunft noch ein paar Plasmagewehre rein, dann passt das. So, alle ausgerüstet mit ordentlichen Waffen, so gut es geht. Jo. Go. Hin da. Ich bin schon weit geflogen. Prepare for deployment, Strike One. Beginn. We're moving into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. The bogey came down hard in a remote area just outside of a small town. We should deploy and eliminate any hostiles at the crash site. Go. Come in, HQ. Big Sky has reached the outer marker. Approaching the crash site now. Strike team is awaiting your orders. Affirmative, Big Sky. Strike One is free to engage hostile targets at the crash site. In Richtung Westen ist nix. Und du hast einen Scoutball. We'll go. Und auch hier nix. Okay, dann gehen wir weiter vorrücken. Vor. In Bewegung. Vor. Also gleich vor Sprinten, ne? Komm. Dann geht's auch schneller zu eventuellen Meldcontainern und gefangenen Soldaten und. Stürm. Du kannst. Rocket hier sollte eigentlich immer steadyen, aber komm, ist okay. Affirmative. Moving out. Da hinten zu steadyen bringt gar nichts. Ah, Sniper. Du hast hier ein paar Bäume im Weg. Da. Problematisch wäre es jetzt nur, wenn der Feind direkt im Norden wäre, aber das ist zu nah am Kartenrand. Ich denke, da kommt keiner. So, so soll das passen. Da ist der Stampfi. Roger that. Keinen Kontakt, immer noch keinen Kontakt. Ja. Aye, aye, Commander. Hocken alle auf dem Haufen, ne? Ja gut, dann hocken halt alle auf dem Haufen. Das heißt, du kannst es noch mal ein bisschen vor. Da solltest du noch nicht getroffen werden, egal was wir wo auslösen. Und hast einen besseren Schuss.
Got it. Moving. Ja, kannst du auch um die Deckung verrücken, ne? Ist ja niemand da. Habt ihr keine Hydralisken, die hier im Boden eingegraben sind, oder? Hm? Ah. Im Westen ist was. Aber auch noch zu weit weg. Ja, selbst einmal in die Richtung gesprintet ist da nichts. Ist nicht vollkommen am Arsch der Welt sein. Ja, weiter vor würde ich ungern. Es ist nämlich schon eine ganz gute Position für den Rocketeer zumindest. Wirf mal da rein. Damit ich sicher gehen kann, dass wenigstens die Outsider und der Sektor Commander, die müssten in einer Gruppe sein. Nur ein Outsider. Ah, zwei Outsider, okay. Weil es könnte ja auch ein Kommandotrupp sein, ne? Also ein Sektoiden-Commander mit noch mehr Outsidern. Bei dem Scanner haben wir nur gesehen, dass Outsider auf der Karte sind, nicht wie viele davon auf der Karte sind. Moving to designated coordinates. Ja, reinschießen ist nicht so wirklich von da möglich. Du könntest hier, wenn... Oh, ja, sehr gut. Gut abgeschätzt. Das ist ein bisschen Eigenlob und so, ne? Dahin. Ah ja, du... Daddy? Jetzt snipern wir einen davon an. Um. Das ist der Laserpointer oben drauf. Wie geil. Nice. Das Ding mag ich. Und er bleibt auch noch treffbar. Das ist super. Dampf, der da rauskommt. Super. Schön gemacht. Es ist auch komplett gemoddet, ne? Es gab keine Plasma-Sniper-Gewehre in Vanilla, oder? Ich glaube nicht. Oh. Wir wollten einen davon gefangen nehmen für, ne? Skeleton-Key. Rolling. Heißt, da muss ich vorsichtig vorgehen und den panifizieren. Du hast keine Stun-Gun. Geh einen Ticken vor. Und halt einmal eine Pistole drauf. Du bist unser Scout, ne? Ja, ist unschön. Dann tingle ihn mit der Pistole an für einen Holotag. Den schießt da einmal eine Pistole drauf. Oben noch ein bisschen Schaden. Oh, Hit and Run, sehr gut. Warte. Schieß auf den. Ein Ticken mehr Schaden darf es schon sein. Dahin. Yes, ja, du lauf mal weg von den Aliens da am besten. Die müssen wir jetzt hier noch dazu haben. Eine Sache schön zur Zeit. So. Eine Schredderrakete würde reichen, um ihn runterzubekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber die kann auch in die Hose gehen und wir sollten sie eher aufbewahren für den Trupp mit dem Bot, denke ich. Bewegung! Ich glaube, die Nachbarn machen das langsam nur noch zur Verarschung. Das sind nicht die Handwerker, die gerade oben bauen. Also, die bauen außen. Das sind jetzt wirklich noch andere. Grubbelkopf. Ne, du bleibst da hinten. Und steadyst einfach nur und wartest, ob noch was anderes kommt. Ja. Umposition. Und Pistole. Das reicht nicht. Und... Paar...
Erstand 0% Georgon. 0% kann er ja nicht klappen. Oh, sehr entgegenkommend. Hey, a little help. Okay, warte. So nehmen wir, Junge. Catch. Okay. Du könntest dann. Du kannst nichts, dann halt du mal drauf. Brauchen noch einen. Munición cero. Estoy sin balas. Running. Nicht Sniper, nein. Du müsstest eigentlich versuchen zu stunnen. Okay, warte, du gehst ran, schießt einmal und darfst dann nach Dank Hit and Run nochmal, richtig? Und jetzt wirst du es dann. Nö. Target is still moving. Okay, versuch mal zwei. Go. Hoffentlich klappt das. Sieht aus, als ob du mit uns kommst. Cooler Spruch. Und zusammengeklappt. Da. Ja, jetzt können wir umschwenken Richtung da. Denn im UFO selber scheint nicht so viel los zu sein. Und unbedingt bei allen wieder wechseln. Da muss ich drauf achten. Eigentlich sollten die Jungs sich jetzt auch wieder entspannen, weil kein Feindkontakt da ist. Double time. Nö, sie sind alle noch recht hibbelig. Wechseln. Also wegen der Musik. Si, señor. Rolling out. Ja, Sprungbeine und Doppelherzen, so muss ich auch noch alles machen. Ich weiß, aber da fehlte das Mail vor bis vor kurzem. Da ich das ja sparen wollte für die Devastator-Rüstung, oder wie die heißt. Die mit dem Totenschädel. Für unseren Mech. Das aber jetzt eine Auflage gegeben und auch ganz viel anderes Zeug ist eine Auflage gegeben. Das heißt, ich könnte alles, was jetzt an Geld reinkommt, in Herzen investieren. Eine Ladung Scanner. Nur noch ein Ball, aber kein Scanner. Na gut, wirf mal da so hin. Da kam das eine Geräusch zumindest her. Oh, guter Treffer. Und da ist alles. Also ein Trupp muss irgendwo sein, aber hier haben wir alle anderen Arten. Wir haben den Mektoiden, wir haben die Mutons und wir haben den Commander. Na also, alle gesichtet. 27. Ich liebe dieses Gewehr, super. Auf jeden Fall noch ein zweites kaufen. So, du hast geworfen. Siehst aber von hier aus keinen von denen. Das heißt, keiner von denen sieht dich. Die müssen also vorrücken. Ich gehe ein kleines bisschen vor. Ja, Mist. Du bist der Grenadier. Dich hätte ich schon ganz gerne hier vorne. Auch wenn die natürlich ein Ziel haben. Aber dann kann er in der nächsten Runde hier hingehen und dann deren Deckung wegspringen. Machen wir mal hier so. Dann größerem Radius sind alle drin. Schön, schön.
Und hab ich. So kann es auch dahin gehen. Hab ich dich. Nee, genau. Ich dachte, das da unten wäre unser Rocketeer gewesen, aber da hat keiner keinen Rocketeer mehr. Du steadiest bitte, damit du hier dann wegsprengen kannst.